Hey Leute, was geht? Nicht abschalten. Es geht gleich mit dem Video über den neuen 1.17 Snapshot los. Allerdings wollte ich vorher die Gelegenheit nutzen, dass ich euch schon alle mal bei mir habe und ein paar Kommentare beantworten. Und zwar wurde ich zum Beispiel oft gefragt, was für ein Schneideprogramm ich benutze. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, sage ich es auch einfach schnell im Video noch. Und zwar benutze ich Cyberlink PowerDirector 12. Eine sehr alte Version, aber ich habe sie halt, Vollversion. Außerdem wollte ich mal darüber reden, warum mich jeder eigentlich für einen Jungen hält. Ich meine, hier ein Kommentar. Justima hat mich so genannt. Ich bin nicht allein, ich habe den Schöne. Hast du gerade den gesagt? Ja, heißt ja nicht Supermakerin, aber ganz ehrlich. Wie scheiße hört sich dieser Name an? Natürlich heiße ich nicht so. Ja, das wollte ich loswerden. Wenn ihr Fragen an mich habt, ich werde sie im nächsten Video, was ich aufnehme, beantworten. Also rein damit in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft 1.17. Und zwar bevor wir hiermit anfangen, ihr hört es vielleicht, ich kann nicht so laut reden. Liegt daran, dass mir Reden im Moment sehr weh tut, weil ich etwas krank bin. Und deswegen auch mit den Videos nicht so ganz hinterherkam, auch weil ich und Justima irgendwie keinen vernünftigen Termin gefunden haben. Was übrigens unser beider Schuld war, weil wir uns beide einfach nicht wirklich gemeldet haben. Tut mir leid, wenn ich ab und zu Blödsinn rede. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man krank ist. Und zwar wollte ich eigentlich mit Justima zusammen die neuen 1.17 Sachen vom Snapshot 20W46A vorstellen. Hatte eigentlich auch schon befürchtet, dass der nächste schon online ist jetzt, aber ist er noch nicht. Obwohl eigentlich der Snapshot immer jede Woche neu rauskommen sollte, theoretisch. Also habe ich noch Glück gehabt. Ja, ich glaube, ich habe das Video von der 1.17, vom 1.17 Snapshot letzte Woche ist auch nicht online gegangen. Das lag daran, dass das, was wir aufgenommen haben, einfach vollkommener Mist war. Wir haben nichts geschafft und das war es nicht wert, eine Folge zu werden. Tut mir leid. Aber wir wollen ja jetzt zu den Neuerungen kommen. Der Server hat uns hier was aufgebaut. Eigentlich sollten wir das zusammen machen. Aber ich mache das jetzt einfach mal schnell alleine, damit ich es überhaupt noch zeige. So, Notiz vom Server. Alle Kupferblöcke und die Kiste stehen lassen. Sonst gibt es Ärger. Bündel dürft ihr behalten. Ja, hier ist nämlich anscheinend ein Bündel drin. Übrigens hätte ich keinen Eimer mitnehmen müssen. Das ist... Und zwar gibt's Neues zum Pulverschnee. Tatsächlich kann man den, wenn wir jetzt mal... Ah, Toggle Downfall ist nicht mehr. Das ist so schade, wenn man sich daran gewöhnt hat. Wenn es jetzt anfängt zu regnen. Also rein theoretisch sollte dann hier irgendwann Pulverschnee drin sein. Als ich es vor mehr oder weniger einer Woche ausprobiert habe, hat es nicht funktioniert. Oh mein Gott, Leute, es hat funktioniert. Guckt euch das an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe gerade die Aufnahme beendet und dann passiert sowas. Ich glaube es nicht. Dass man diesen Pulverschnee in Eimern umhertragen kann. Viele hatten sich darüber beschwert, dass... Red etwas. Tut mir leid. Es tut gerade richtig weh. Also viele hatten sich darüber beschwert, glaube ich, dass das irgendwie komisch ist, einen Block mit einem Eimer hin und her zu rennen, zu platzieren. Aber naja, ich finde das eigentlich ganz witzig. Ich meine, ist ja nicht so, dass man sein ganzes Inventar damit vollmüllt. Und zwar sind wir jetzt in der Lage zu erfrieren. Das zeige ich euch gerne mal hier. Wie ihr seht, friert unser Bildschirm ein. Das wird doch schon ganz schön kalt. Die Textur der Kerzen wurde geändert.
Und jetzt kriegen wir auch schon Schaden, weil wir gerade erfrieren. Das soll übrigens durch eine komplette Lederrüstung komplett aufgehalten werden. Allerdings funktioniert das momentan noch nicht. Aber ja, das habe ich euch aber, glaube ich, schon in der Beta-Version der Bedrock Edition gezeigt. Man kann mit Lederschuhen draufstehen. Und wenn man die auszieht, sinkt man rein. Und man kann wie eine Leiter hochschwimmen. Das ist auch ganz praktisch, finde ich. Statt aus 9 Barren kann man einen Kupferblock aus 4 bauen. Ich dachte gerade, es funktioniert nicht, aber hey, hier funktioniert's. Verdammt. Und wenn wir da jetzt Bienenwachs drauf machen, das habe ich, glaube ich, schon mal in der ersten Folge angeschnitten, weil ich irgendwie versemmelt hatte, mich da richtig rauszureden. Also glücklicherweise habe ich mich sehr gut informiert. Und konnte mich noch rausreden, warum ich unbedingt diese Bienen brauchte. Die Textur vom Bündel wurde geändert. Auch noch. Habe ich irgendwie... Ich habe alles erzählt. Liebe übrigens die Kerzen. Mag die Bosch. Oh mein Gott, habe ich mich gerade... Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Willst du mich verarschen? Ich bin schon krank. Ich brauche keinen Herzinfarkt mehr. Na gut, dann würde ich sagen, das war's mit dieser kleinen Infofolge. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hier gibt's nichts zu kaufen. Tut mir leid. Hallo. Aufdringliche Kunden kriegen sofort Hausverbot. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Info-Video gefallen zu den neuen Änderungen des Snapshots, falls ihr sie nicht sowieso alle schon kennt. Wir sehen uns wieder, wenn ich gesund bin. Also, eigentlich hatte ich auch vor, letzte Woche, also ich gehe jetzt vom 24.11. aus, letzte Woche am Wochenende zu streamen. Allerdings war ich da schon so krank und da konnte ich das einfach nicht. Eigentlich hatte ich nämlich vor, statt diese Videos zu machen, eher zu streamen. Alter, dieser Typ, ne? Der lenkt mich so ab. Also ich hatte eigentlich vor, zu streamen jede Woche, allerdings bringt das nichts, wenn ich krank bin. Und deswegen habe ich halt auch nicht so viel geschafft. Ja, also insofern es funktioniert, würde ich, statt Videos zu machen, jetzt anfangen, wöchentlich zu streamen. Am besten mit Justima. Ich habe übrigens mein Aufnahmeprogramm in den Griff bekommen. Alleine. Ja, Tatsache. Also es wäre besser, wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr diese Livestreams nicht verpasst, weil die sind eigentlich ganz witzig. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich liebe es einfach, wie gut ich da mit euch interagieren kann. Letztes Mal hat richtig Spaß gemacht, obwohl wir nichts geschafft haben, weil mein scheiß Aufnahmeprogramm alles zum Lernen gebracht hat. Aber naja, es hat trotzdem Spaß gemacht und das finde ich das Coole an Livestreams, dass sie trotzdem Spaß machen, einfach weil ich mit euch interagieren kann und sehe, hey, da sind Leute, die gucken sich das freiwillig an. Übrigens sind fast 50% meiner Zuschauer nicht Abonnenten, also ich würde euch bitten darum, das Abo noch mal kurz nachzuholen, wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt. Beziehungsweise auch die Livestreams. Ich habe nämlich was Großes mit diesem Kanal zu Neujahr geplant. Das dürft ihr nicht verpassen. Das wird... Also, ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt. Ob es cool wird? Das weiß man nie so genau. Ich bin so jemand, ich stecke sehr viel Energie in etwas, was ich am Ende wieder verwerfe. Das ist echt traurig manchmal, aber hey, ich habe was gemacht, ne? Ich würde dann sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schaut euch gerne noch andere Videos von mir an. Die sind meistens auch sehr lustig. Gebt mir immer sehr viel Mühe. Und ja, dann würde ich sagen, was mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, in der nächsten Folge bin ich gesund. Und wenn nicht, dann ist das auch egal. Dann kann ich halt einfach nicht so viel reden. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.